So, wir haben letztes Mal uns die Centering-Theorie angesehen. Das ist die klassische Version der Centering-Theorie gewesen. Heute wollte ich nun eine etwas andere und sehr interessante Version der Centering-Theorie vorstellen, die im Rahmen der sogenannten Optimalitätstheorie formuliert ist. Und diese Optimalitätstheorie, die Denkweise, die dahinter steckt, ist ebenfalls sehr interessant. Also es lohnt sich, da noch ein bisschen weiter zu verweilen. Um was geht es? Was ist Optimalitätstheorie? Das ist eine Theorie, die zunächst für die Anwendungen in der Phonologie entwickelt worden ist von Leuten wie Alan Prince und Smolensky. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auf dieses Archiv hier gehen, da gibt es viel zu lesen. Die Idee ist, da eine bestimmte Art der grammatischen Architektur. Die Regeln erzeugen nicht nur eine Form, sondern mehrere Formen. Und es gibt nun eine Art von Filter, die die guten Formen aussortiert, und zwar durch sogenannte Constraints. Die bewerten die Inputformen, die erzeugt werden, und sortieren dann die schlechten aus, und übrig bleibt dann die beste Form. Das geschieht durch sogenannte Constraints, eine Hierarchie von Constraints, also starke Constraints und weniger starke Constraints. Das spiegelt das Wissen wider, dass die Grammatik unterschiedlichen Bedingungen unterliegt, die oft gleichzeitig erfüllt werden wollen und die man nie wirklich gleichzeitig ganz erfüllen kann. Es gibt dann ein Berechnungsverfahren, welche diejenige Inputform auswählt, welche den Constraints am meisten gerecht wird. So, das ist so die generelle Idee. Und ich will das zunächst mal erläutern durch die Auslautverhärtung im Deutschen, also einer phonologischen Regel. Es gibt hier zwei Constraints, also ein Constraint heißt hier Faith, Treue, und das ist phonologisch motiviert. Das sagt, die phonologischen Merkmale des Inputs werden formtreu interpretiert. Also wenn Sie ein Wort haben wie Rad, wie von Fahrrad, sollte das Rad heißen, denn zugrunde liegt ja da das D. Ja? Die zweite Regel sagt, nein, entstimmen Sie solche Obstruenten. Und das ist phonetisch motiviert. Die Aussprache vereinfacht sich dadurch. Die Regel kann man allgemein so formulieren, dass Obstruenten in der Silbencoda das Merkmal nicht stimmhaft haben. Ja? Und das führt dann zur Entstimmung. Diese zwei Constraints sind gerankt. Die Voice ist im Deutschen höher gerankt als Faith. Das heißt, das Deutsche wie auch das Russische zum Beispiel neigt zur Entstimmung. Im Englischen ist es anders. Da gibt es ja die Auslautverhärtung in diesem Sinne nicht. Ein Beispiel: Wir haben die zwei Wörter Rad und Rad, also verschieden geschrieben, der Rad, das Rad. Wir finden Unterschiede in der Genitivform Rates, des Rates und Rades, des Rades. Hier hört man gewissermaßen die unterschiedlichen zugrunde liegenden Formen. So, die Optimalitätstheorie stellt das in sogenannten Tableaus dar. Diese Tableaus haben Spalten für Inputformen und Outputformen und Spalten für Constraints. Wir haben hier die Voice, Entstimmung und Faith, die Treue. Das sind die zwei Constraints. Die sind so geordnet. Links steht der stärkere Constraint, rechts der schwächere. Ja. Und diese Formen, diese Output-Formen werden jetzt bewertet nach diesen Constraints. Ja. Schauen wir uns das genauer an. Zum einen haben wir hier die Input-Form Rad. Das ist dieses Wort hier, Rad, der Rad. Ja. Im Prinzip gibt es hier zwei Output-Formen, Rad stimmlos und Rade stimmhaft. Ja. Wenn die Input-Form Rad ist, dann finden wir, dass die zweite Form Rade das Constraint Faith verletzt. Es wird ja von dem stimmlosen T, der zugrunde liegenden Form, zur stimmhaften Form hier gewechselt. Und auch die Regel die Voice ist verletzt, weil hier in der Silbencoda ein stimmhafter Konsonant steht. Ja? Das heißt, es wird wegen diesen beiden Constraints die erste Form Rat bevorzugt. Und dafür steht dieses Händchen hier, das ist die bevorzugte Form. Ja. Sehen wir uns jetzt Rates an, also die Genitivform Rates. Es gibt wieder zwei Formen, Rates und Rades. Ja. Es gilt hier, dass die
zweite Form Rades Faith verletzt, weil er die zugrunde liegende Form ein T hat, ein stimmloses T hat. Und das kann ja nicht zum stimmhaften D werden. Ja? Also wird dann diese Form hier bevorzugt. Die Voice spielt hier keine Rolle. Wir konzentrieren uns hier nur auf das T bzw. D, nicht auf das S hier. Was wichtig ist, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, ist, dass in dieser Position natürlich das T hier am Silbenanfang steht, ja? Nicht in der Silbencoda. Also die Voice-Regel trifft gar nicht zu, weil der dentale Obstruent hier am Anfang der Silbe steht. Ja? Und jetzt zu Rad. Hier haben wir die zugrunde liegende Form. Jetzt schauen Sie mal, was da passiert. Wiederum zwei mögliche Realisationen, Rade und Rad. Im zweiten Fall hier ist Faith verletzt. Das ist ein Problem für diese Form. Im ersten Fall ist die Voice verletzt. Wir haben ein D in der Coda der Silbe, welches stimmhaft realisiert ist. Jetzt ist der Constraint Device hier höher gerankt als der Constraint Faith. Deswegen ist diese Form Rad schlechter als diese Form Rad. Ja? Weil eben in der ersten Form ein höher gerankter Constraint verletzt ist und dann haben wir eben als Realisierung von Rad Rad. Jetzt schauen wir uns die Genitivform an, Rades. Ich glaube, Sie sehen schon, was jetzt kommt. Der dentale Konsonant steht nicht in der Silbencoda. Die Voice kann da nicht angewendet werden. Die einzige Regel, die wir haben hier, ist Faith. Und da die zugrunde liegende Form ein D enthält, wird jetzt die zweite Form, also Rates, dispräferiert und wir finden die Form Rades. Also Sie sehen, es gibt Inputformen und die phonologischen Regeln sagen uns jetzt, wie diese Inputformen realisiert werden. Mögliche Outputformen, die werden bewertet durch diese Constraints. Diese Constraints sind gerankt und es kommt dann also vor, dass von dem Constraint Faith manchmal abgewichen wird, wie in diesem Fall hier, weil es eben einen höher geordneten Constraint gibt, ja, der dann eine Abweichung erzwingt sozusagen. So, das ist also die Architektur, die dieser Grammatik zugrunde liegt. Man hat nun diese phonologischen Regeln auch auf die Pragmatik angewendet. Ein sehr einfaches Beispiel ist das folgende. Sie kennen sicher die Maxime der Quantität und der Qualität von Greis, welche für skalare Implikaturen eine Rolle spielen. Jetzt hier ein Beispiel. Sprecher A sagt, ich will Pierre besuchen. Wo wohnt er denn? Und B sagt, irgendwo im Süden Frankreichs. Wir können schließen, dass B nicht genau weiß, wo Pierre wohnt, weil er ja zu wenig Informationen gegeben hat, damit A den Pierre auch besuchen kann. Es wird hier also die Maxime der Quantität verletzt und es entsteht die Implikatur, dass B nicht genau weiß, wo im Süden Frankreichs Pierre wohnt. Das kann jetzt wieder durch ein Tableau dargestellt werden. Wir haben die zwei Maximen Qualität und Quantität, wobei die Maxime der Qualität höher gerankt ist. Es ist wichtiger, bei der Wahrheit zu bleiben und nichts zu sagen, wofür man nicht genügend Evidenz hat. Betrachten wir jetzt drei Aussagen für diese Situation. Irgendwo in Frankreich, irgendwo im Süden von Frankreich und in Aix-en-Provence. Wobei wir annehmen, dass die Quantität im ersten Fall sehr schwach ist. Im zweiten Fall ist sie noch immer schwach, im dritten Fall ist sie ausreichend. Wir könnten natürlich auch noch die Straße und so weiter hier haben, das wäre dann noch genauer. Jedenfalls gibt es hier von der Quantität aus, wenn jetzt Qualität so ist, dass der Sprecher nicht weiß, dass Pierre in Aix-en-Provence lebt, dann würde diese Aussage hier ein Sternchen bekommen. Sie sehen dann, dass insgesamt
diese Aussage irgendwo im Süden Frankreich die beste ist. Sie ist zwar nicht ganz so gut, was die Quantität betrifft, aber immerhin besser als irgendwo in Frankreich. Und noch genauer zu sein, würde der Maxime der Qualität widersprechen. Nun, genau das hat David Beaver in einem Artikel aus dem Jahr 2004 gemacht, der sehr einflussreich war. Er hat die Centering-Theorie im Rahmen der Optimalitätstheorie neu gedeutet und auf diese Weise diese etablierte Theorie aus der Phonologie und dann auch aus der Pragmatik auf Phänomene der anaphorischen Referenz angewendet. Wie sieht das aus? Er hat Constraints angenommen, und zwar solche, die stärker oder schwächer gerankt sind. Und diese Constraints sind alle sehr klar und plausibel. Das Constraint Agree, das besagt, anaphorische Ausdrücke kongruieren mit ihren Antezedenzausdrücken in Genus und Numerus. Das ist klar. Also Disjoint, das besagt, dass Koargumente eines Prädikats, also Diskursreferenten in einem Satz, disjunkt sein müssen. Die müssen gewissermaßen verschieden sein voneinander. Wenn sie gleich sind, dann muss hier das Reflexivpronomen eingesetzt werden. Ein Satz wie er sieht ihn kann nicht so verstanden werden, dass da jemand sich selbst im Spiegel sieht. Also er sieht ihn im Spiegel heißt immer, dass eine männliche Person eine andere männliche Person im Spiegel sieht. Sonst müsste man sagen, er sieht sich im Spiegel. Protop, das sagt, dass das Topic eines Satzes pronominalisiert wird. Dieser Begriff von Topic, der entspricht ziemlich genau dem des Backward-Looking Center in der Standard-Centering-Theorie. Das ist also ein Diskursreferent, von dem schon im Vorgängersatz die Rede war. Dann haben wir die Regel FAM-DEF. FAM steht hier für Familiarität und DEF für Definitheit. Jede definite NP ist gegeben, also familiar. Das heißt, der Diskursreferent dieser DP ist schon eingeführt und in seiner Beschreibung wird keine neue Information gegeben, sonst wäre es ja nicht vertraut. Sowas wie, Sie führen einen Esel ein, da stand ein Esel, das arme alte Tier. Das arme alte Tier wäre nicht FAMDEF, weil es eben eine Beschreibung hat, die nicht schon im Antezedenzausdruck eingeführt war. Cohere, das Topic des gegenwärtigen Satzes ist das Topic des vorangegangenen. Also Sie sehen hier, das ist diese Regel mit dem Backward-Looking Center, das hier aufscheint. Das Backward-Looking Center soll konstant bleiben. Und das wird hier durch dieses Constraint Cohere ausgedrückt. Ferner allein, das Topic wird als Subjekt realisiert. Sie sehen, auch das finden wir in der klassischen Centering-Theorie, dass das Backward-Looking Center, das ist ja das Topic, das präferierte Center, das ist ja das Subjekt ist. Das wird hier als allein ausgedrückt. Jetzt ein Beispiel, das sind also die Constraints in dieser Reihenfolge. Allein ist das schwächste Constraint und Agree hier das stärkste. Ein Beispiel. Egon mag Erich, er besucht ihn oft, dieser sieht gern fern. Also wir haben hier wieder unsere zwei Personen. Er bezieht sich hier auf Egon und dieser bezieht sich auf Erich in unserem natürlichen Verständnis von solchen Diskursen. Ja, sehen wir uns jetzt dieses Tableau hier an. Das bezieht sich hier auf den zweiten Satz, Satz B. Und wir sollen als Resultat bekommen, dass sich er auf Egon bezieht und ihn auf Erich. Das sind jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten durchexerziert. Zum Beispiel, dass sich er und ihn auf dasselbe beziehen oder dass sich Egon und Erich auf dasselbe beziehen und so weiter. Also ganz absurde Lesarten zum Teil. Die sollen aber durch die einzelnen Constraints ausgefiltert werden. Ja? Sehen wir uns mal zunächst gleich den Gewinner an. Das ist hier oben, dass K gleich I ist und L gleich J. Das heißt, dass er hier ist gleich Egon und dass ihn hier bezieht sich auf Erich. Die zweite Möglichkeit hier, dass sich K, also das ist er, auf dasselbe wie L bezieht, auf ihn und das hier Egon ist zum Beispiel, das wird ausgeschlossen, dadurch, dass Disjoint verletzt ist. Disjoint sagte ja, dass die Koargumente eines Prädikats, also er und ihn hier, sich auf verschiedene Dinge beziehen müssen.
Wir sehen hier übrigens, dass Kohir durch alle Ausdrücke verletzt wird. Was sagt Kohir? Kohir sagt, dass das Topic des gegenwärtigen Satzes das Topic des vorhergegangenen sein muss. Der vorhergegangene Satz hier hatte gar kein Topic. Es gab ja keinen vorhergehenden Satz hier und deswegen ist das durchgehend für alle verletzt. Das heißt, das spielt jetzt für die Bewertung gar keine Rolle mehr. Sehen wir uns zum Beispiel diesen Fall hier an, dass K gleich J ist. Also er hier bezieht sich auf Erich. Das verletzt nun das Constraint allein. Das sagt, dass das Topic als Subjekt realisiert werden muss. Er, was für Egon steht, ist ja das Subjekt. Und er, was er hier steht, ist ja das Topic. Und wenn jetzt das sich er auf Erich beziehen würde, dann würde ein Nicht-Topic als Subjekt realisiert. Sehen wir uns vielleicht das hier an, hier. K ist gleich I und L ist ungleich von I und J. Also K ist gleich I, das ist okay. Aber L, ihn, ist weder Egon noch Erich, also eine andere Person. Was verletzt das? Das verletzt die Familiaritätsbedingung, denn die besagt ja, dass jede definierte NP gegeben sein muss. Und hier bezieht man sich mit ihn auf einen anderen Diskursreferenten, der vielleicht vorerwähnt ist und der hier in diesem Abschnitt jedenfalls nicht gegeben ist. Ganz ähnlich auch für diese anderen Bedingungen, die ganz ähnliche Eigenschaften haben. Sehen wir uns jetzt den dritten Satz an. Ich hoffe, man kann das sehen. Satz C, also dieser sieht gerne fern. Wenn N gleich K ist, also dieser bezieht sich auf er und er bezieht sich dann ja auf Ego nach dem, was wir hier gesehen haben, dann verletzt das hier gar keine Bedingungen. Nun, das steht im Widerspruch zu dem, was wir beobachtet haben, dass sich dieser eben doch auf ihn bezieht. Und da sieht man jetzt, dass hier etwas zu verändern ist, dass die Centering-Theorie, wie sie hier formuliert ist, und übrigens auch die klassische Centering-Theorie hier, nicht sagen kann, warum sich dieser nicht auf Egon, sondern auf Erich bezieht. Und sehen wir uns mal an, wie Beaver jetzt diesen Fall löst. Das Pronomen dieser ist hier ein Obviationspronomen. Das haben wir auch schon kennengelernt, dass man mit komplexeren Ausdrücken auf weniger salientes Bezug nimmt. Die Lösung ist nun so, dass wir nicht nur die Bedeutung betrachten, wie ein Pronomen oder ein anderer Nominalausdruck interpretiert wird, sondern auch die Form. Wir nehmen ein Constraint an, das ich hier mal Avoid C genannt habe, Avoid Complexity. Das sagt, dass Personalpronomena einfacher sind und deswegen präferiert sind gegenüber von D-Pronomena. Und die sind wiederum einfacher als definierte Nominalphrasen. Jetzt sehen wir uns hier ein neues Tableau an, das sich von den früheren darin unterscheidet, dass wir hier sowohl Bedeutungen haben als auch Formen. Wir haben für den dritten Satz unseres Beispiels zwei Bedeutungen. N ist K, also für dieser sieht gerne fern. Dieser bezieht sich auf Egon. Und N ist L. Dieser bezieht sich auf Erich. Und wir haben diese drei Formen für jede Bedeutung jeweils. Also er sieht gerne fern, dieser sieht gerne fern und der Mann sieht gerne fern. Also diese Bedeutung hier könnte jetzt durch drei Formen ausgedrückt werden und diese Formen werden jetzt beurteilt durch Constraints. Dasselbe hier auch. Wir nehmen diese drei Constraints hier an pro Top. Das sagt, dass das Topic pronominalisiert werden soll. Das ist bei der Mann sieht gerne fern nicht der Fall. Aber wir finden dann das zweite Constraint Cohere. Wir haben schon gesehen, dass das abweicht, dass das verletzt wird, wenn wir uns auf Erich beziehen und nicht auf Egon. Und dann haben wir Avoid Complexity, das sagt, komplexe Formen sind disfavorisiert. Und zwar sagen wir das so, dass ein D-Pronomen einfach disfavorisiert wird und eine volle DP zweifach gewissermaßen. Ich habe das hier in Klammern geschrieben, also das sind potenziell ja zwei Sterne. Wenn wir uns diese Verhältnisse insgesamt ansehen, ist es klar, dass wir hier die wenigsten Verletzungen haben.
Also wir beziehen uns auf Egon und zwar mit dem Pronomen er. Alle anderen Formen haben irgendwo Verletzungen, zum Teil sogar mehrfache. Das sagt also noch immer nicht, dass dieser sich auf Erich beziehen würde. Die Sätze mit dieser sind hier danach eigentlich alle schlecht, wie auch die Sätze mit der Mann. Das kann ja nicht sein, da muss es also noch ein weiteres Prinzip geben. Sehen wir uns das mal genauer an. Wie drückt man jetzt aus das Personalpronomina? Komplexere Pronomina und definierte Nominalphrasen blockieren. Beaver führt hier diesen Constraint Block ein. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Block sagt, finde das optimalste Paar von Interpretation und Form, also I und F, das heißt das Paar, das die wenigsten Constraints verletzt. Dann markiere das Constraint Block für alle Paare I, F', wobei F' verschieden ist von F, also für alle anderen Formen, die dieselbe Bedeutung haben. Dann markiere das Constraint Block für alle Paare I'F mit I' verschieden von I, das heißt alle Paare, welche dieselbe Form F für eine andere Interpretation verwenden. Und damit hast du dann einige Paare blockiert und dann wähle unter den nicht blockierten das nächst optimale Bedeutungsformpaar aus. Jetzt sehen wir uns mal an, wie sich diese Regeln auf unser Beispiel auswirken. Ich habe das hier nochmal gebracht mit einem weiteren Constraint-Block, der höher gerankt ist als die anderen Constraints. Also nach der ersten Regel sollen wir das optimale Paar IF finden, das die wenigsten Constraints verletzt. Das ist die erste Zeile hier. Die zweite Regel sagt, dass wir das Constraint-Block für alle Paare markieren sollen, die dieselbe Interpretation haben, aber eine andere Form. Das sind hier von diesen dreien, dieser Fall hier mit dieser und dieser Fall hier mit der Mann. Die dritte Regel sagt, dass das Constraint Block für alle Paare I'F markiert werden soll, die also dieselbe Form haben, aber eine andere Interpretation. Was ist das hier? Dieselbe Form, das ist die Form er sieht gerne fern und er sieht gerne fern. Diese hat hier dieselbe Form, aber eine andere Interpretation. Das heißt, wir müssen hier markieren. So, das haben wir hiermit gemacht. Und die letzte Regel hier sagt dann, wähle das nächst optimale Bedeutungsformpaar. Das heißt nun, dass diese Bedeutungsformpaare hier alle ausgeschlossen sind, die sind blockiert. Das nächstbeste ist dann, wie man sieht, das hier. Dieser sieht gerne fern. Das ist besser als der Mann sieht gerne fern. Und auf diese Weise ist dann diese Form, dieser sieht gerne fern, mit dieser Interpretation das beste Paar, das jetzt sozusagen als das zweitrangige überlebt. Und auf diese Weise kann man dann sehen, wie die Regel, dass die komplexere morphologische Form, also etwa das D-Pronomen, sich auf das weniger saliente Antizedens bezieht, wie diese Regel hier implementiert wird. So, das schließt jetzt unsere Darstellung von anaphorischen Beziehungen ab. Wir haben gesehen, dass die Centering-Theorie es ermöglicht, die Antizedenzwahl mit wenigen Regeln zu beschreiben. Wir haben jetzt mit der Optimalitätstheorie gesehen, dass man die Regeln, die für die Wahl des Antizedens verantwortlich sind, auf ganz wenige Constraints runterbrechen kann. Und zum Schluss haben wir auch gesehen, wie man diesen Zusammenhang, dass komplexe Ausdrücke weniger saliente Antizedensausdrücke bevorzugen, mit Hilfe dieser Blocking-Idee modellieren kann. Also die einfachen Ausdrücke beziehen sich bevorzugt auf die hochsalienten Antizedensausdrücke und auf diese Weise bleiben für die komplexeren Ausdrücke die weniger salienten Antizedensausdrücke übrig. Vielen Dank. Nächstes Mal werden wir uns mit der Diskursrepräsentationstheorie beschäftigen.